Liebe Marisa Hörbiger, sehr geehrte Frau Präsidentin, Exzellenzen, Herr Gemeinderat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bedanke mich und vielleicht erlauben Sie mir, das auch in Ihrem Namen zu tun, für die Einladung in diese wunderschöne Liegenschaft, an diese berühmte Adresse, die Villa einer weltberühmten Künstlerfamilie. Außerdem, was vielleicht nicht alle von Ihnen wissen, in Nachbarschaft der Residenz eines früheren österreichischen Bundespräsidenten Karl Renner, der hier gewohnt hat. Und das ist sicher einer der schönsten Flecken in der Stadt Wien und ein Ort, auf den man stolz sein kann und wo man sich gerne versammelt. Dem Herrn Bürgermeister Häupl stelle ich in aller Form und vor Zeugen ein Alibi aus. Er ist Präsident des Österreichischen Städtetages, der heute und morgen in St. Pölten seine Jahreskonferenz hat. Ich habe mich circa vor 1,5 Stunden vom Herrn Bürgermeister verabschiedet, weil ich auch dort war. Er ist beim Städtetag, ich bin bei den Auslandskorrespondenten. Damit haben wir, glaube ich, eine gute Arbeitsteilung gemacht. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Arbeitsteilung. Meine Damen und Herren, wir stimmen ja sicher überein, dass Demokratie ohne freie Medien, ohne Medien, die in der Lage sind, ihre Aufgabe zu erfüllen, nicht wirklich funktionieren kann, nicht auf Dauer funktionieren kann. Und da ist die Rolle der Auslandskorrespondenten, der Korrespondenten, die Entwicklungen, über Entwicklungen in anderen Ländern berichten, wirklich nicht zu unterschätzen. Sie kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Insofern sind wir Ihnen wirklich dankbar, auch für kritische Berichte oder für das Aufzeigen von Schwächen in irgendeiner Gesellschaft und auch in unserer Gesellschaft. Man kann ja nicht streng gegenüber anderen sein und von anderen Ländern verlangen, dass die Medien ihre Aufgabe erfüllen können und sich selber unter den Glassturz stellen. Drum bin ich wirklich der Überzeugung, und wenn manche der Meinung sind, dass das auch in der Praxis erlebbar ist, dann freue ich mich. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass Journalisten insgesamt und Auslandsjournalisten in einem sehr, sehr wichtigen Teilbereich eine wichtige Aufgabe zu erfüllen haben.